Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Karte Euro Thüringen. Version 2, also die Version an sich und die Version 2.0.0.0. Wir machen heute Mais, Quatsch, Mais, nee, Quatsch, jetzt. Rest Gerste, der ist fertig. Und kurz überlegen: Silage, wir holen das gleich ins Förderbandsystem. So, das kurze. Das heißt, wir müssen ganz kurz den Kurs erstmal löschen. Hat sich hoffentlich gespeichert, gehe von aus, weil er Namen hat. Jetzt gucken wir mal kurz. Schauen wir nach dem Kurs. Erntefeld 12. Und wir geben dazu Überführung Feld 12 hoch, denke ich mal. Ja, Feld 12 Hochsiedlung. Anhängen. So. Dann gehen wir mal los und dann gehen wir auf Feldmodus. Feldmodus wichtig, sonst fährt er nur mit 3-4 Kamera vielleicht, ne? Wenn überhaupt. So, dann gehen wir auf Abfahrer einstellen. Ersten Wegpunkt, das ist für ihn im Prinzip normalerweise der Punkt, da wo der Tasche angefangen hat. Oder da, wo uns die Runde fährt, zum Lager. Schauen wir gleich. Da geht es gleich hin zum Dresser. Den werden wir gleich nachdenken, vom Feld runterfahren. Das wäre hier in aller Ruhe. Bis hierhin. Hat keine Dummheit. Zum Drescher lassen, rausfahren und dann geht gleich los. Bevor der andere hier ankommt. Das muss normalerweise, wenn schon vorher voll sein, eine Runde fahren, dann müssen wir die Zeit haben. Dann haben wir auch sicherlich genug Stroh für unseren Mischbotter im Winter. Runde ein Feld haben wir Verlust gehabt durch Regen. Hat sich nicht mehr gelohnt zu fahren, also da war ja nicht mehr da. Das ist ja wirtschaftlich noch ein Kauf, wenn wir jetzt hoch. So, der geht auch mehr. Später werden wir ja, die Lase haben wir jetzt, bis man dann auch noch jetzt haben. Müssen wir mal gucken, was da fehlt. Also wenn wir nicht haben, ist Heu, das werden wir kaufen müssen. Und der fährt richtig gut, hoffe ich. Ja, macht er. Ja, hier ist auch noch was Arbeit, hier ist noch ein bisschen, ne? Der Harvester steht, der uns auch Geld kostet zwar, aber gut. Wir wollen mit und her fahren und her fahren. Ja, das ist trocken wohl, ne? Staubt ganz schön. Die sagen immer, mit Sprengen ein bisschen schneller, aber ich glaube es nicht. Wurzelfrucht, letzte Getreide, ja, ob wir mehr machen, keine Ahnung. Bei Gras würde ich hier absehen, weil das einfach so viel Gefälle ist. Die hauen hier alle ab, die Ballen. Obwohl die modernen Geräte davon verhindern. Aber gut, anderes Thema dann. Ist nur eine Frage, was sie hier programmieren. Ne? Ja, jetzt geht es weiter mit unserem Vergnügen hier. Heißt Silage, Silage, Silage erstmal reinbringen. Wo die BGH voll ist. Ja. Wir haben mit Bös was versaut im Gelände. Deswegen habe ich ihn entschieden, ach, das machst du jetzt nicht, das machst du jetzt eine Ebene. Eine Ebene und dann ist es vom Bauen her leichter. Also wenn ich hinterher bei den
Gebäuden alles angleichen muss. Ne? Das ist ein bisschen sehr unverständlich. Sobald wir im Frühjahr dann verkaufen, das ist einfach vom Preis her ungünstig. Wir würden hier jetzt einen Verlust machen. Deswegen lagern wir das ein. Die meisten haben halt den Lagerplatz, denke ich mal, dass sie im Prinzip verkaufen müssen. Das wissen die Händler auch, ne? Dass die entsprechend dadurch auf die Preise drücken kann. Und wenn es zu viel auf dem Markt gibt, ja, dann ist halt so. Dann ist der Druck besonders groß. So, jetzt wollen wir mal unsere Förderbänder holen, aufsteigen und dann laufen wir hin. Müsste man überlegen mit Cosplay, wenn man am besten aufladen kann, ne? Aber wie das am besten gehen würde. Der hier im Weg stehen könnte, theoretisch könnte es sein, ne? Aber den mal lieber in alle. Wieder mal. Ja, machen den sauber. Reparieren ihn vor allem. Reparatur ist was wichtiger. Also. Wir werden beides tun. Ups. Ich bin beim jungen Gott, ne? So, die Tastatur. Aber die Bremse ist dann nicht so optimal. Gut, kommen wir einen Förderband, noch ein Förderband, ne? Das hat allerdings auch schon. Daher unser Dings nicht so funktioniert. Leider, die würden runterfallen, denke ich mal. Ja, dann ist das Ganze mit Stroh oder mit Getreideernte vorbei. Blocking, da muss man mal gucken. Blocking ist nicht gut. Und jetzt meinte ich mit andere Sachen kümmern, wenn das den Ball das Förderband vorläuft. Ne? Wenn du einen Datenalert machst, dann ist das ein bisschen anders, dann auch der Zeit dafür. Wir können mal einen anderen Ding testen, ob das mit Förderband dann gehen würde vielleicht. Wäre ja schön, ne? Aber gut, mal sehen. Das Tina hat das Ding funktioniert. Ich habe gelesen, wo ich den Mod geholt habe, dass es eigentlich auch funktionieren sollte. Aber gut, ist der Arnold getestet, wie überhaupt. Ich bin kein Freund der Silage. Gebe ich ehrlich zu. Ja, unser
nicht unser Sonnenblumenfeld. Ist der Cappuccino alle? Nee, da drinnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, weil heute Freitag ist. Meines Wissens. Morgen ist Samstag. Wir schauen die Aufnahme, das passt. Ich krieg ja wieder einen Verkehr fest. Ich wäre ein bisschen. Weg mit dem Zaunpfahl, dass wir mit denen das Ding holen sollen. Und hier können wir es ja mal. Aber wiederum, der LKW muss hingefahren werden. Der. Ich fürchte, dass die Ladeballen noch nicht stehen. Ich meine, normalerweise bei Strom muss ich keine Sorgen machen. Das ist schon normal, ne? Das ist schon normal, ne? Ich bin gerade in einem Sonnenblumenfeld gelandet. Ja. Haben schon frühen Herbst, mal wir auch nicht normal gehen. 5. Kommen wir nicht voran heute. Ob wir eine Nacht schneller machen. Ja, das ist die Karte von Castro. Hab bisher fast kein LS von ihm eine Karte gespielt. Ich hab mal angefangen mit der Kernstadt. Da fand ich mal so schön den Hof, da war. Vom Stall her so. Ein eigenes System kann man sagen. Kann er mit anhängen. Weiß ich nicht. Glaubt er nicht. Normalerweise nicht gleich, sondern umgekehrt. Na gut. Wir fahren mal los. Da nicht rum. Wir fahren eine kleine Ehrenrunde. Und dann geht's zum Hof. Zum Silo. So, mein iPad geht noch nicht. Muss ich mal eine Maus machen. Aber geht auch. Wir werden den Treibel installieren. Zu viel Stecker rausgesteckt und umgesteckt. Aber hat auch Vorteile, ich kann meinen Kopf woanders hinter den gucken.
ohne dass wir den Blickfeld verlieren. Von der Straße nebenbei ein Auge. Aber der Ton passt, die Musik und so. Das ist immer so ein Krampf. Jedes Mal, da weißt du nicht genau, ob das passt oder nicht passt. Ja. Das ist irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ich eine Einstellung vornehme, dann gibt es irgendwo ein Update und dann hast du alles umsonst, wenn du Pech hast. Ja, das ist auch leider so. Ne? Das ist heutige zweite Aufnahme. Ja, und vielleicht eine dritte. Aber das macht nichts. Wir fahren jetzt zum Hof. Erste Fällung abliefern und dann machen wir kurz eine Unterbrechung und dann geht's weiter. So machen wir jeden Tag ein bisschen und so haben wir das ein bisschen aufgeteilt. Wenn ich jetzt theoretisch eine Folge machen würde, theoretisch einmal die Woche, Kino Spielfilmlänge, seid mal so ganz vorsichtig, dann sind wir ja schon, ich glaube, zu lang, glaube ich. Klar wäre das von der Bearbeitung her leichter, weil da kannst du beruhigt nebenbei einen Film anschauen, weil das zu kommentieren, das dauert dann lange. Ne? So, die Show. Wir sind jetzt beim Siebern gekommen. Dann sage ich hier mal Tschüss in den Gewinkel. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Abonnieren, fürs Liken und dergleichen. Für alles ein Dank, besonders ne? Für alle. Ne? Freut mich. Dann können wir uns mal jetzt hier beenden und sagen Tschüss, bis morgen oder bis heute Nachmittag. Tschüss.